Howdy ho, da bin ich wieder. Das nächste Video, es wird jetzt mittlerweile ein bisschen Überhand, oder? Weil ich muss ein bisschen aufholen, weil ich ja immer meinen 5-Monats-Rhythmus habe. Und ja, jetzt werde ich dir so ein bisschen jetzt ein paar mehr Videos machen, damit ich wieder dann ein, zwei Jahre Ruhe habe quasi. Ja, heute mal ein bisschen Real Talk. Okay, das war ein bisschen cringe, aber gut. Ja, wisst ihr, was das Geilste ist, so allgemein, wenn man einfach die ganze Woche viel zu tun hat? Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, die ganze Woche so, was habe ich eigentlich so zu tun? Also quasi, ich war mein ganzes Leben lang angestellt und jetzt ist man, arbeitet man von zu Hause aus in dem Sinne und so weiter und so fort. Und ist mir aufgefallen, ich habe manche Tage, da bin ich 8 bis 10 Stunden am PC. Ich habe auch manche Tage, da bin ich 5 Stunden am PC. Und nach so 5 Stunden fühlt man sich so ein bisschen komisch, wo man denkt 5 Stunden. Aber im Endeffekt ist es halt einfach wirklich so, ich bin von Montag bis Sonntag am Telefon erreichbar, beziehungsweise unterwegs. Also das ist wahrscheinlich so dieses, was immer Oma sagte, selbst und ständig. Und diese Tage, so wie jetzt, ich bin gerade mit den Puppis Gassi. Ich zeige euch mal kurz die Puppis. Emmy? Das ist übrigens Emmy. Hallo. Und das ist Sunny. Sunny! Und Sunny hört sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Sunny habe ich wirklich zu einem quasi Polizeihund ausgebildet. Das ist der ewige Zweikampf. Ne? Killermaschine gegen Hund. Emmy? Emmy, Mama, sitz. Super. Und guck mal, beide hören auf mich. Das ist, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit beiden. Weil egal, was ich jetzt mache für Kommandos, die beiden wissen auch mir Bescheid. Also wenn ich dir was sage, dann ist da auch das Ding schon erledigt. Genau. Emmy, Sunny, hier. Super. Guck mal, wie sie gleich herkommen. Ja, und auf jeden Fall, das sind die beiden Tröten, mit denen ich jetzt einfach nur ganz entspannt im Wald spazieren gehe. Das ist einfach nur wirklich sowas von entspannt. Einfach ein bisschen abschalten und ja, gar nichts machen. Und beide kommen auch immer direkt hinterher. Ja, Emmy wenigstens. Und Sunny auch. Naja, also hinterher kommen sie mir, hinterher kommen sie mir auf jeden Fall, das ist ja schon was. Ja, und darüber denkt man natürlich viel nach. Trotzdem so ist einfach viel, was einem im Kopf vorgeht und so weiter und so fort. Aber eine Sache weiß ich, grundsätzlich möchte man einfach sein Ding durchziehen und da gehört auch YouTube dazu, ne? Man findet trotzdem immer Ausreden, oh, ich schaffe es halt nicht. Ja, aber im Endeffekt kann man halt doch mal eine Stunde investieren oder 2 Stunden und sich selber filmen, beziehungsweise am PC mit begleiten. Also es kommen auch noch viel andere Sachen jetzt. Ich habe jetzt auch eben gerade einen Presseausweis beantragt und allen drum und dran. Und Sunny spielt das Thema hier gleich mit. Sunny, hier! Guck mal, wie sie gleich herkommt, das ist Wahnsinn. Das müsst ihr noch mal sehen, ganz kurz. Hallo? Emmy. Sunny! Hier! Krass, oder? Guck mal, sie kommt direkt hierher. Ja. Sunny! Okay. Ja. Was soll ich euch sagen? Das ist Sunny und die entscheidet selber, was sie für Kommandos annimmt anscheinend. Sunny? Ja. Ja gut, das ist ein richtig One-Cut-Video das erste Mal, Leute. Ja, auf jeden Fall im Wald, ne, drum und dran und schön und hier und dies und das. Und das sind so diese Momente, glaube ich, wo man so ein bisschen Kraft rauszehren sollte. Und auch allgemein aus der Urlaubszeit, die man so ein bisschen verbringt. Aber es ist halt eine unfassbare Umgewöhnung, wenn man wirklich immer angestellt war. Weil man immer so seinen anderen Ablauf hatte, ne. Man hat immer, im Endeffekt ist das Leben ja auch wirklich so, man, wenn man angestellt ist, arbeitet man darauf hinaus, dass man A, sein Gehalt bekommt und B, dass man Urlaub hat. Der Rest dazwischen, ne, da müssen wir auch alle ehrlich zueinander sein, interessiert gar keinen Menschen. Das, was wir auf Arbeit machen, wird 80% der Menschen, glaube ich, gar nicht interessieren. Es wird gemacht, du machst es und fertig. Und ich glaube, das ist halt so ein Unterschied, was mir auch manchmal sehr, sehr schwer fällt, einfach sich daran zu gewöhnen,
dass man jetzt das selber strukturieren muss in dem Sinne. Also ich bin so ein richtiger Deutscher, was das angeht. Ich habe meinen Terminplaner, trage alles ein, habe meine Steuerberatung, habe das alles gehört dazu, sind aber auch alles Faktoren, von Kostenfaktoren bis schieß mich tot. Es sind ganz, ganz viele Sachen so drin und ja, auf jeden Fall. Danke. Fokus. Trotzdem habe ich schon tausendmal gesagt, ne? Eine mega gute Erfahrung allgemein, nehme ich mit. Alles im Leben nehme ich mit, so wie es kommt und tut mir gut auf jeden Fall. Und eine Sache, was ich so oder so schon kenne seit der einen oder anderen Geschichte, ich mache grundsätzlich nur das, worauf ich Bock habe, was ich will und das will ich hier halt und deswegen mache ich genauso weiter, Leute. Jetzt ist aber auch lange genug gelabert, weil ich glaube, dieses Video wird jetzt extrem lang, weil jetzt ist ja erstmal nur dieser Sonntag, wo ich euch die Ohren voll laber und dabei kommt ja jetzt erst noch der Rest der nächsten Woche quasi. Steht wieder vieles an und ja, nehme ich euch wieder mit. Auf jeden Fall, wenn ihr das Video seht, ich weiß nicht, welcher Tag ist, weil ich immer relativ spontan uploade. Wenn ihr seht, denkt an meine Worte, Leute, und vielleicht kann man auch den einen oder anderen motivieren, einfach mal zu machen, was man will oder den Arsch in Hose zu haben. Das gehört auf jeden Fall am meisten mit dazu und jetzt reicht's aber auch, Leute. Also, wir sehen uns beim nächsten Auftrag, was ich auch immer hier filme. Ciao, miau. Nach dem letzten richtigen Deep Talk Video jetzt natürlich weiter mit der Arbeit und yes, weiter mit der Arbeit. Neuer Tag, neues Glück. Nachher zeige ich euch noch ein paar Sachen, so rein fotografisch, weil ich muss nachher noch eine Immobilie fotografieren oder ein paar. Was man so für Fehler macht und was man machen sollte und bla bla bla. Aber vorher mache ich nochmal Fotos. Das ist krass als Fotograf. Aber da machen wir Fotos. Jetzt war ich gerade abgelenkt, wenn mich immer Fremde sehen mit der Kamera in der Hand und ich für mich selber ist immer noch beschissen. Fotos. Beim Training vom FC Hansa Rostock. Ne? Und ja, da nehme ich euch einfach mit. Ich gucke gleich mal, was ich so alles aufnehmen kann. Und bis gleich. So. Ein paar Bilder gemacht beim Hansa-Training und allem dran. Das mache ich halt wie gesagt alles, weil ich Presseausweis beantragt habe und der kostet ja auch Geld im Jahr. Und ja, ich für die Akkreditierung quasi so ein paar Referenzen brauche. Ja, das ist der Plan auf jeden Fall gerade. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Auftrag und da, glaube ich, lernt ihr mal so ein bisschen was von mir, ne? Also, oder vielleicht auch nicht. So Freunde, kommen wir jetzt erstmal zu dem, was ich vorhin sagte. Jetzt geht's darum, Zimmer zu fotografieren. Hotelzimmer zum Beispiel oder von der Wohnung oder Haus, je nachdem was für Kunden ihr habt. Ich habe jetzt hier eigentlich das beste Beispiel. Ihr braucht genau zwei Sachen. Auf jeden Fall erstmal eine Kamera. Macht Sinn. Oh mein Gott! Wow! Und weitwinklig. Ihr müsst so weitwinklig wie möglich kommen, aber ich bin nicht so ein Fan von zu weitwinklig, weil ja, sieht dann zu krass aus, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung, kann auch jeder anders sehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen, wie ich es jetzt machen würde und ja. So, also, es gibt zwei Optionen, was ich ganz viel sehe auf Homepages und allem drum und dran, wie manche Bilder gemacht werden. Ich zeige euch jetzt mal ein oder ein Foto, wie ich es so kenne, leider von vielen. Ich blende das jetzt mal hier gerade ein. Da seht ihr, ist relativ weit von oben fotografiert und es gibt stürzende Linien, so oder so. Das ist schwer mit einer Dachschräge zum Beispiel wie hier, aber ich zeige euch jetzt mal ein Bild, wie ich es machen würde. Und dann seht ihr ja selber erstmal den Unterschied. Keine stürzenden Linien und nicht so verzerrt alles, also ein bisschen neutraler. So, also grundsätzlich fotografiere ich erstmal auf jeden Fall alles mit dem Stativ. Ne? Wir haben jetzt hier das Zimmer so an sich, was ihr ja gerade schon mal auf dem Foto gesehen habt. Und ihr habt auf jeden Fall den Unterschied schon mal safe gesehen. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier hoch, ich habe ein ISO von 250, dass ein bisschen die dunklen Geschichten ein bisschen mit hochkommen. Das Zimmer muss ja so hell und freundlich wie möglich sein. Ich habe jetzt eine Blende von 8, dass erstmal alles scharf ist an sich und dann quasi habe ich das Zimmer mit drin, allgemein aus dieser Perspektive keine stürzenden Linien, sprich ihr habt hier die gerade Linie, ne? Ihr habt ja auch immer dieses Raster zum Beispiel, wenn ihr es benutzt und ihr habt den Raum an sich auch gerade, was ihr hier seht. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos und ja. Also zusätzlich dazu fotografiere ich auch alles immer mit 2 Sekunden ungefähr
Timer sozusagen, damit die Kamera nicht verwackelt auf dem Stativ. Und so könnt ihr selbst wirklich aus diesem kleinen Zimmer, und ihr seht selber, das ist hier nicht viel, 3-4 Fotos reichen da vollkommen aus von so einem Zimmern, aber die sehen halt ein bisschen freundlicher aus, ein bisschen heller aus und ihr habt keine stürzenden Linien drin. So, angekommen im nächsten Zimmer. Jetzt haben wir mal ein bisschen den Fall, dass es ein bisschen größer ist. Ein bisschen mehr Platz allgemein. Mehr Zimmer und Co. Das andere war vorhin ein Zimmer. Jetzt ist es relativ einfacher. Die Tipps von vorhin: Stativ. Timer stellen bei der Kamera. Möglichst Blende ein bisschen geschlossen halten, dass alles schön scharf ist, je nachdem, wofür es gebraucht wird. Und dann wichtig, auf die Stürzenlinien achten, wie schon gesagt. Geht ein bisschen weiter runter mit der Kamera, guck mal rein vom Prinzip her, so wie sie gerade steht, minimal höher, nicht von oben fotografieren. Und dann habt ihr schon 10-mal spannendere Fotos als einfach von oben in den Raum hinein. Und ich zeige euch gleich nochmal, einmal so sieht es aus, wenn ich jetzt in diesen Raum rein fotografieren würde von oben. Und jetzt seht ihr einmal, wie ich es fotografieren würde. Könnt ihr selber entscheiden, ob es für euch entspannter, cooler rüberkommt, aber ja, ne, das sind die Tipps, Leute. Man lernt nie aus. So, jetzt konnte ich euch aber so mit, jetzt konnte ich euch auch was mit auf den Weg geben. Ich bin jetzt gerade am Video schneiden und jetzt seht ihr dann in 20 Jahren dieses Video nicht. Ciao, miau.